Moin liebe Leute, ich begrüße euch und sage Hallo zu einem weiteren Spezialvideo. Und zwar möchte ich mal meine Gedanken zum Ende von Waititi preisgeben. Im Voraus schon mal, ich werde nicht schneiden oder irgendwelche Fehler von mir rausnehmen, weil das wie gesagt nur ein Infovideo ist und da kann man sich euch mal versprechen oder verhaspeln. Das ist mir in dem Fall dann egal. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema und zwar dem Ende von Waititi. Was habe ich da erstmal gedacht? Also ich dachte bei dem Videotitel erstmal, Hashtag endlich, oh, endlich kommen sie wieder, endlich ist Waititi zurück, denkt man ja erstmal. Und dann, als das Video lief, also als dieses Musikvideo lief, habe ich dann gedacht, okay, ist es jetzt wirklich wahr, was die singen? Oder wollen die uns wieder mal auf den Arm nehmen? Ist es ein Witz und sagen am Ende nachher, ah, wir haben euch nur reingelegt, wir sind wieder da, wir kommen zurück, bla bla bla. Nein, es ist nicht so gewesen, als das Wirklichkeit wurde oder als ich das begriffen habe, dass es wirklich das Ende ist von Waititi. Da habe ich gedacht, da geht ein bisschen YouTube-Geschichte verloren. Weil die meiner Meinung nach YouTube irgendwie mit aufgebaut haben. Waititi gibt es seit 2006. Es fing an mit dem Sketch Freund oder Nicht-Freund. Eine Parodie auf, ja, ein bisschen Castaway-mäßig. Da gab es ja auch den Ball mit Wilson. Und die haben es eben mit einem Luftballon gemacht und dann eben noch ein bisschen Späße reingebaut. Und das war wirklich ein gutes Video. Ich habe es gefeiert damals. Und dann baute sich das immer weiter auf. Dann wurde Waititi wirklich zum ja, Markenzeichen für YouTube, kann man schon fast sagen. Also jeder kannte in dem Fall Waititi. Jeder wusste, okay, wenn man YouTube anspricht, dann ist es war von Waititi leicht die Rede. Ob man sie nun gemocht hat oder nicht. Ich mochte sie oder ich mag sie auch immer noch. Am Ende, also nun am 11.12., also am Freitag, da habe ich nur gedacht, okay, es war am Anfang, am Ende, also als sie es nun gesagt haben, dass es zu Ende ist, war es dann letztendlich selbstverständlich, weil sie haben monatelang nichts mehr hochgeladen. Sie haben zwar gesagt, dass sie an einem Film arbeiten, aber ich habe schon mir so gedacht, kann man überhaupt nach Monaten, wenn man nichts mehr hochlädt, überhaupt noch wieder in diese Szene reinkommen von YouTube. Also schafft man diesen Wiedereinstieg überhaupt noch? Und da bin ich mir dann bewusst geworden, als sie dann dieses Video gemacht haben oder dieses Abschiedsvideo gemacht haben, nein, man schafft es als Gruppe nicht mehr. Ich glaube, selbst wenn sie es versucht hätten, hätte die jetzt nicht mehr geschafft. Und sie haben aber auch das Richtige gemacht, meiner Meinung nach. Also, sie haben wirklich fast 10 Jahre durchgezogen, Waititi zu machen. Sie haben es gut gemacht. Am Ende ging das Niveau wirklich runter. Oder nicht Niveau, sondern die Qualität ging runter. Und dann hat man wirklich gedacht, gut, man sieht, denen hängt das irgendwie alles schon zum Hals raus. Nicht jetzt irgendwie, es ist kein Hate auf Waititi oder so. Aber man hat eben gemerkt, dass die Qualität weniger wurde oder es an Qualität verloren hat. Und dann, ja, war das für mich schon irgendwie vorauszusehen. Wie gesagt, als es nun wirklich bekannt gegeben wurde, da war ich schon ein bisschen wehmütig. Ich bin generell immer wehmütig bei solchen Sachen. Wenn irgendwer aufhört, genauso wie bei Alberto, als der aufgehört hat, oder bei Stefan Raab oder. Es hören ja mittlerweile total viele auf. Auch wenn ich Leute nicht mag, ich denke dann immer, wenn irgendwelche Leute aufhören, egal mit irgendwas, dann denke ich immer, oh, da geht irgendwas zu Ende, was geprägt hat, in welcher Weise auch immer. Und dann möchte ich aber nochmal meine Meinung sagen, was ich denke, was jetzt passieren wird mit den drei Jungs.
TC hat ja klar gemacht, okay, ich mache weiter mit YouTube auf meinem eigenen Kanal. Ich werde nicht weiter auf Waititi machen, weil Waititi ist Waititi und das sind wir drei und nicht ich. Finde ich gut, dass er nicht die Anzahl der Abonnenten von Waititi ausnutzt, um ja bei ihm so weiterzumachen, wie es bei Waititi war, sondern dass er das eben selber versucht oder machen will. Und was ich am besten finde, ist, dass Waititi sagt, heute geht es nur noch um Kohle und Schminki Schminki, wir haben so nicht angefangen und wir hören auch noch so nicht auf. Das ist ja so ein ähnliches Zitat aus dem Song. Sie wollen eben nicht, dass YouTube zur Kohle oder nur für Geldsäcke ist, sag ich mal. Also sie wollen nicht YouTube machen, um Geld zu verdienen, sondern sie wollen YouTube machen, um Spaß daran zu haben, was man dort macht und nicht wofür man irgendwas macht, weil sie haben am Ende nur noch Videos gemacht, um Geld zu kriegen, um irgendwie weiterzumachen. Und das wollen sie nicht. Und ja, finde ich gut. Wie gesagt, mit TC ist alles klar, der macht weiter, der hat einen eigenen Kanal jetzt, finde ich gut. Ich werde ihn auch verfolgen, ich werde gucken, was da so kommt. Bei Phil muss ich sagen, Phil hat ein riesiges Talent für Medien. Der hat Mediakraft mit aufgebaut, der hat Pong mit aufgebaut. Der hat viele Projekte geleitet, mitgeprägt und der wird was reißen, habe ich das Gefühl. Der wird was machen. Auch er will ja eine Show auf YouTube machen oder an mehreren Projekten mitarbeiten, auch im Schauspielbereich. Er hat ja mit TC zusammen auch im Film Alles steht Kopf gesprochen, also synchron gesprochen. Und auch bei anderen Projekten wird er einfach zeigen, was er kann und was seine Rolle ist. Und das, da denke ich, werden wir noch viel von ihm hören, auch wenn das er vielleicht nicht immer bei YouTube ist oder nicht immer vor der Kamera ist, sondern auch mal hinter der Kamera oder auch bei anderen Projekten, bei Filmen. Er ist ja auch bei Bibi und Tina jetzt, hat er mitgespielt. Und das finde ich auch gut. Ich wünsche ihm da auch sehr viel Glück bei und auch TC wünsche ich viel Glück. Zu Oji muss ich sagen, er wird auch meiner Meinung nach, es geht ja immer nur um meine Meinung hier, meiner Meinung nach hat er auch viel dazu beigetragen, dass Waititi zu dem geworden ist, was Waititi ja, am Ende war oder ist. Und das, was er gelernt hat bei Waititi bei der Zeit, die er bei Waititi war, das wird er ja unter Beweis stellen bei den Projekten, die er noch machen wird. Oder das wird er zeigen, was er kann, was er da gelernt hat, bei den Projekten, die er noch machen wird oder bei den Arbeiten, die er machen wird. Zum Ende hin, ich wünsche allen drei Jungs das Beste, was für die Zukunft geht. Haut rein, macht das, wozu ihr Lust habt, habt Spaß und vielleicht trefft ihr euch ja mal wieder und macht mal ein Projekt zusammen. Unterstützt euch gegenseitig und bleibt Freunde, bleibt befreundet. Vielen Dank an euch, dass ihr YouTube mitgeprägt habt und ja, auf einer Seite ist es schade, auf anderer Seite ist es die richtige Entscheidung meiner Meinung nach gewesen. Und viel Glück für die weitere Zukunft. Auch an euch, die jetzt zugehört haben, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut oder angehört habt, vielmehr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Ihr dürft schreiben, was ihr wollt. Auch eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.